Über 50 Aussteller präsentierten sich in Voitsberg im Rahmen einer Gesundheitsmesse, welche in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ernst Meixner stand und erstmals von Stadtrat Siegfried Bongratz organisiert wurde. Die Gesundheitsmesse wird zum 5. Mal veranstaltet. Ich veranstalte sie das erste Mal. Mein ehemaliger Stadtrat-Kollege Meyer hat das 4-mal perfekt gemacht und ich hoffe, dass es einigermaßen auch diesmal hinhauen wird. Wir wollen der Bevölkerung zu Bewusstsein bringen, dass Gesundheit zwar nicht alles ist, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich glaube, das ist vom Schopenhauer ein guter Spruch und den sollte man beherzigen, den sollte man ein bisschen näher nachdenken. Wir haben da in Voitsberg diesmal 55 Aussteller, wir haben 19 Referenten, wir haben wirklich tolle Referenten. Heute zum Beispiel haben wir einen Universitätsprofessor aus Graz, der über Lebererkrankungen spricht und man sollte das nicht verunglimpfen, dass es besser ist, in mäßigen Maßen zu trinken, als wie in übermäßigen Maßen. Vom Bürgermeister erfuhren wir, auf wen er gemeinsam mit Pfarrer Erich Linhardt im Foyer wartete und vor allem, wie wichtig auch solche Informationsveranstaltungen die Gesundheit betreffend sind. Das nicht ganz, glaube ich, aber wir wollen uns Tipps holen, wie wir uns gesund erhalten können oder uns auf den Weg der Besserung begeben können. Was mit Ihnen? Eines gilt für mich, meine Gesundheit war angeschlagen und ich habe dadurch eines bemerkt, es ist doch eigentlich wirklich wichtig, auf Sie zu schauen. Das habe ich vorher vernachlässigt und daher auch meine Freude über diese Veranstaltung, weil ich selber ein bisschen betroffen bin auch. Aber jetzt ganz ehrlich, warum wartest du da heraus? Weil die Frau Minister und die Frau Landesrätin kommen. Es ist eine große Auszeichnung für die Veranstaltung, zeugt davon, dass sie Qualität hat, aber das haben wir in Voitsberg sowohl bei der Pfarre als auch bei der Gemeinde gewohnt. Pünktlich als eine der Gästinnen und Gäste konnte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek, die selbst als damalige Landesrätin in Niederösterreich das Gesundheitsressort innehatte, in den Stadtsälen begrüßt werden. Ich bin heute den ganzen Tag in der Steiermark schon unterwegs und Frauen und Gesundheit ist natürlich ein Thema, das mich als Frauenministerin sehr interessiert. Und es war auf Einladung der Frau Landesrätin Elisabeth Grossmann und jetzt freue ich mich schon auf das Angebot, das uns hier erwartet. Fühlen Sie sich gesund? Ja, ich fühle mich sehr gesund. Ich mache regelmäßig gesunden Untersuchungen, schaue halbwegs, dass ich mit dem Sport zurechtkomme. Das mache ich ein bisschen zu wenig, gebe ich ehrlich gestanden zu. Und von der Ernährung her ist es nicht immer einfach für Politikerinnen, dass sie sich regelmäßig und auch gesund ernähren. Weil es gibt oft Brötchen, wenn man wohin kommt und da kann man entweder verweigern oder zugreifen. Aber sonst fühle ich mich sehr gesund eigentlich. Von der neuen Landesrätin Magister Elisabeth Grossmann wollten wir wissen, ob sie bereits nach so kurzer Zeit als Landesrätin schon einen Check auf dieser Gesundheitsmesse in Anspruch nehmen muss. Den braucht man immer, ganz wurscht in welcher Funktion man tätig ist. Also Gesundheitsvorsorge sollte eine Selbstverständlichkeit sein für alle in allen Lebenssituationen und natürlich auch für mich als Landesrätin. Diese Messe war nicht nur für bereits Leidende hochinteressant, sondern es konnten sich auch gesunde Menschen Informationen für mögliche Präventivmaßnahmen von den vielen Spezialisten, unter anderem auch vom Roten Kreuz, einholen. Wir vom Roten Kreuz sind heuer ausschließlich mit dem Blutspendeteam unterwegs. Also morgen ist von 9 Uhr bis 17 Uhr im Keller in diesem Gebäude Blutspenden. Das ist eigentlich statt dem alljährlichen Oktobertermin an der Bezirksstelle sind wir morgen da. Das ist unser Zusammenhang heuer. Ob Behandlungen mit Klängen, Schwingungen oder doch die Instruktionen einer Physiotherapeutin die richtige Therapie für Körper und Geist sind, wurde selbstverständlich auch getestet. Was kann man machen? Man kann Übungen machen zur Bauchmuskelkräftigung, zur Rückenmuskelkräftigung, zur Wiederherstellung des Bewegungsausmaßes nach Operationen. Was machen Sie? Ich sitze gerade bequem auf einem PC-Ball, um meine Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur zu stabilisieren. Wird auch sehr viel in der Therapie mit eingesetzt. Was bedeutet das? Man kann mit diesen Klangschalen Massagen machen, sogenannte Klangmassagen.
Das ist eine Energiearbeit, die den Lebensfluss aktiviert. Das heißt, man kommt sehr schnell in einen Entspannungszustand und Selbstheilungskräfte können sich dadurch einstellen. Üblicherweise ist es ja leise, wenn man Klangmassage macht. Das ist eine angenehme Atmosphäre, eine leise Atmosphäre, dann hört man es relativ laut. Vor allem, die werden ständig angeschlagen. So eine Klangmassage dauert ca. 50 Minuten und da kommt dann schon ein ganz schönes Klangvolumen zusammen. Also es ist ein sehr tiefer Entspannungszustand und so richtige Stresstypen sind immer sehr erstaunt, wie gut das funktioniert. Aber da geht es nicht ums Hören. Da geht es um die Schwingungen, wie man da fühlt. Das ist wie bei einer Massage in Thailand. Oder dass der eine oder andere, in diesem Fall Kreativ-Videoboss Toni Binder, um wieder den richtigen Durchblick zu bekommen, doch schon eine Sehhilfe benötigt? Oder ob es vielleicht doch günstiger geht? Jetzt haben wir gesehen, dass der Toni also Brillen braucht, dass er besser sieht und schärfere Bilder macht. Jetzt, ich habe schon eine Brille. Ich sehe aber auch schlecht. Was ist daraus schuld? Brauche ich eine neue? Schauen wir das einmal an. Und ganz klar, sie gehört einmal geputzt, damit die Schärfe wieder passt. Na, ist das herrlich. Das ist ein Wahnsinn. Komplett. Na, das ist so toll. Wahnsinn! Ja, jetzt kann ich sie ja wieder sehen. Angekündigt wurde auch ein Referat von Universitätsprofessor Dr. Rudolf Stauber, wie er selbst meinte, für den Bezirk Voitsbeng ein aktuelles Thema. Was kann ich für meine Leber tun? Vom ÖZIV, den österreichischen Zivilinvalidenverband, erfuhren wir, dass Bürgermeister Meixner sich selbst aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers überzeugen wollte, wie weit seine Stadt behindertengerecht ausgebaut ist und wie wichtig vor allem dies für jene Menschen ist. Wir präsentieren, was wir für den Behinderten eigentlich machen. Wir schauen natürlich, wir sind ja praktisch unbekannt gewesen da. Presse und Fernsehen hat sich wenig interessiert für uns. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir uns da präsent machen. Es gibt ja viele Behinderte, die gar nicht wissen, was ihnen überhaupt zusteht da. Leider Gottes sind sehr viele Barrieren zu bewältigen in unseren Gemeinden, Voitsberg, Köflach, Birnbach, Rosenthal, in unserem Kernraum. Wir freuen uns, dass die Stadtgemeinde hinter uns steht, hinter dem österreichischen Zivilinvalidenverband. Wir sprechen schon seit 2-3 Monaten darüber, über das Problem der noch nicht Barrierefreiheit, die ja in 2013 EU-Gesetz ist. Und die Stadtgemeinde Voitsberg ist an uns herangetreten, hat uns um Hilfe gebeten, Voitsberg barrierefrei zu kriegen. Und das ist das nächste Thema, was wir, der Österreichische Zivilinvalidenverband, gemeinsam mit der Stadt Voitsberg nach der Messe angehen wird. Interessante Erkenntnisse erwartet man auch bei der Inaktiv Aura Beratung, wo wir mit modernster Technologie unsere eigene Aura, für viele spürbar, jedoch für die meisten unsichtbar, auf einem Bildschirm präsentiert bekamen. Was würden Sie den Frauen für Tipps geben? In erster Linie, weil wir uns gerade jetzt im Monat der Brustkrebsvorsorge auch befinden oder überhaupt im Monat gegen den Brustkrebs, Pink Ribbon Aktionen finden überall statt. Die Frauen sollten sich regelmäßig ihre Brust abtasten, sollten wirklich, wenn sie etwas spüren, sofort wohin gehen. Aber noch besser wäre, zur Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr zu gehen. Ja, wird es diese Messe im kommenden Jahr wieder geben? Die wird es auf alle Fälle wieder geben. Ganz gleich, wer sie ausrichtet, aber wir wollen für unsere Bevölkerung wirklich Vorsorge treffen, damit die Leute informiert werden über Sachen, dass man sich eben gegen gewisse Krankheiten schützen kann. Und ich möchte jetzt schon alle Leute einladen, die heuer vielleicht bei der Messe nicht waren, dass die nächstes Jahr auf jeden Fall zu der Messe kommen. Mit einer positiven Einstellung, gesunde Ernährung, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und was sonst noch alles empfohlen wird, bleiben wir vielleicht doch für immer jung. Aber viel wichtiger, gesund.